willkommen bei Köln kocht. Ich hoffe, es geht euch allen gut da draußen. Ja, heute gibt es bei mir eine selbstgemachte Fischfrikadelle mit einem Radicchio-Zuckerschotensalat, den wir ein bisschen mit Chili abschmecken werden. Habt noch alle einen wunderschönen Tag. Ich bin raus. Macht's gut. Viele Grüße, Dominik von Köln kocht. Ciao, ciao. So, wir haben leckeren Seelachsfilet, Thymian, Knoblauchzehe, zwei Stück, Zitrone, Kartoffeln, Zwiebeln, Chiliöl und ein Chilisalz und ein Radicchio. Wir fangen an, dass wir uns die Kartoffelchen nehmen und die schon mal schön grob klein schneiden. Vorher waschen ist ganz klar. Schale kann gerne dranbleiben. Die Zwiebel schälen, schneiden, Topf aufstellen und dann Knoblauch, Thymian, Zwiebeln und Kartoffeln erstmal in eine Pfanne tun bzw. in einen Topf. Schön anbraten, kann auch gerne ein bisschen Farbe nehmen, umso mehr Aroma kommt am Ende dann zustande. Nehmen wir uns den Fisch, schmeißen ihn ebenfalls rein, schön umrühren, ein bisschen Farbe nehmen lassen. Wenn ihr zu Hause Fischfond habt, könnt ihr gerne mit Fischfond auffüllen, den kann man auch fertig kaufen. Ich habe jetzt keinen gehabt, deswegen nehme ich mir ganz normale Gemüsebrühe, noch ein Blatt Lorbeer dazu. Dann die Zuckerschoten habe ich jetzt roh verarbeitet, da kann man oben noch so ein bisschen den Zipfelchen abmachen. Kann man mal hier sehen, genau da oben so ein bisschen kann man das abmachen. Und dann wird er quasi roh mariniert. Einfach schön in Streifen schneiden. Ein bisschen Salz dran, ein bisschen Zucker dran. Ich habe ein bisschen Chilisalz dran gemacht und ein bisschen Chiliöl. Beim Radicchio würde ich ein bisschen gucken, dass ihr quasi nur das Rote nimmt. Das Weiße würde ich ein bisschen weglassen, denn das ist ein bisschen zu bitter. Und was ganz wichtig ist, also was ich halt super lecker finde in so roh marinierten Salaten ist, dass man noch ein bisschen mit frischer Zitrone abschmeckt. Ich habe jetzt hier noch ein bisschen frische Zitrone dran gemacht, so eine halbe Zitrone würde ich sagen. Und dann könnt ihr das schon mal in den Kühlschrank stellen. Hier kann man sehen, es läuft auf jeden Fall, die Flüssigkeit geht raus, es setzt schon so ein bisschen am Boden was an. Ne? Brandat hat ja auch was mit Verbrennen zu tun, ob das etwas brennt oder anbrennt, sage ich jetzt mal. Und los Leute, geht's. Leute, dieses Brandat, ne? Das schmeckt so lecker. Also man muss da eigentlich gar keine Fischfrikadellen draus machen, man kann das einfach so essen. Und da ich das Essen ja nur für mich mache, ja, also es ist wirklich ein geiles, es ist so einfach, Kartoffeln und Fisch, mehr ist es eigentlich nicht. Und Zwiebeln und ein bisschen Salz und so. Aber es ist so lecker, man kann halt einfach auch sehen, das Wasser ist komplett weg, ne? Beziehungsweise die Brühe. Man kann jetzt direkt anfangen, daraus Frikadellen zu machen und boah, heiß, aber fischig, lecker, geil. So, dann könnt ihr dann gerne die Masse ja einfach mal abfüllen in einen Topf. Guck mal hier, so sieht es auf jeden Fall aus. Direkt einweichen, Spülmittel rein, dann kann man es auch später sauber machen. Jetzt Pfanne aufstellen, Öl rein, dann habt ihr meine Ausstechringe. Ich werde gleich nochmal oben ein Video verlinken, was es genau sind, die Ausstechringe. Und dann könnt ihr einfach 3-4 Stück schön portionieren und dann wird angerichtet. Viel Spaß dabei! Ganz leichtes Gericht, fast schon ein bisschen sommerlich, finde ich. Das Rote, was ihr hier seht, ist Harissa. Gibt es bei mir auch die Tage nochmal in einem Gericht. Und es hat irgendwie gerade ganz gut gepasst, zur Chili auch und so. Ne? Also, oh. Super, super lecker. Alternativ für euch, ihr könnt auch gerne diese Frikadelle noch ein bisschen mehlieren, also quasi ne, formen, ausstechen, was auch immer, mehlieren, Ei und panieren. Dann habt ihr das wie so eine Fischfrikadelle, was man so kennt von der Nordsee zum Beispiel. Da ich das aber jetzt nicht genommen habe, sondern einfach so ein bisschen das Naturprodukt haben wollte, sind die jetzt so geworden. Ich muss ganz ehrlich sagen, ein super schönes Gericht. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt, gerne kommentiert von Algorithmus und mir gerne auf YouTube folgt. Ich bin raus, macht's gut, ciao, ciao.